So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir sind hier angekommen beim GoFest 2020 und wir starten mal in die App, machen direkt ein Glücksei an. Denn ich habe gestern Abend noch ein paar Geschenke gemacht und viele wollen heute natürlich direkt die Levelaufstiege machen. Um 10 Uhr bzw. 10.01 Uhr beginnt ja das GoFest erst. Wir werden da noch ein paar annehmen, wir werden da noch ein paar, hier kam schon was rein. Der Florian Will, mein Nummer 1 Hater von Facebook, hat auf jeden Fall auch hier angenommen das Geschenk, hat geöffnet. Dann möchte ich euch noch kurz was zeigen. Schon bevor das GoFest losging, hat der Ramses sich verletzt, hat schon ein blutiges Knie und wir haben uns ein bisschen Verpflegung hier eingepackt. Hier gibt es nämlich Wraps mit Hähnchen-Teriyaki, mit Schinken-Gouda, mit Hähnchen-Tex-Mex und noch ein viertes mit Hähnchen-Sweet-Chili. Die sind alle reduziert auf 80 Cent, obwohl die noch haltbar sind. Also scheiße, da fällt schon wieder alles drin rum. Dann haben wir noch eine Fida-Cola dabei für Pupsi und ein Wasser für mich. Jetzt wollen wir aber gleich mal reingucken, was sonst noch alles ging. Todmade hat ja auch schon aufgemacht für Hyperfreunde. Musik ist im Spiel an, die wollen wir auch nicht haben, die blenden wir mal aus. Geben noch kurz den Promocode ein, der überall rumgegangen ist. Das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. So, mal bis runter scrollen. Promocodes einfügen. Jetzt wieder alles löschen. Ich glaube, ich habe den Code auch gleich gelöscht. Ja. Ich habe den Code mitgelöscht. So, wir probieren es nochmal. Wir sitzen jetzt hier wieder am Strich, wie jedes Mal, wenn man den C-Day normalerweise anfängt. Eigentlich hasse ich es hier, es ist immer so laut, es ist mitten an der Kreuzung. Die ganzen Autos fahren vorbei. Habt ihr den Code auch eingelöst? Gibt es, glaube ich, ein Glücksei mit dazu. Hyperbälle und den ganzen... Ein Sticker, das ist ja das, das ist das Heftigste auf jeden Fall. Wir gucken mal in die Nearby-Liste, da sind auf jeden Fall überall Bisasam angezeigt, die shiny sein können, mit einem Pikachu, Visier. Dann habt ihr überall Raid-Kämpfe. Ihr seht, hier ist auch Groudon dabei, hier ist auch Kyogre dabei, hier sind andere Sachen, da ist Klick, da ist Praktibalk und Kaumalat gibt es auch aus einer Raid. Plus wir gucken uns fix noch die Aufgaben an, welche wir machen müssen. Es ist, glaube ich, nur ein Beutel, eine Seite, die wir erledigen müssen. Mache einen Schnappschuss von deinem Kumpel, verwende einen Rauch, fange 20 Pokémon vom Typ Feuer, vom Typ Wasser, vom Typ Pflanze, kämpfe in zwei Raids und schließe eine neue Freundschaft. Das ist alles. Wir sind trotzdem auf die Belohnungen gespannt. Und 200 Bälle dafür, dass man einen Rauch verwendet, ist auch richtig grandios. Wir ziehen jetzt erstmal los, glaube ich. Trotzdem wechselt jede Stunde diese Herausforderung. Seht ihr jetzt hier, verwende 6.400.000 Bären beim Fangen von Pokémon. 655.000 sind es jetzt schon. Dafür ist eine Stunde Zeit. Wenn das fertig ist, ist ein Bonus aktiviert mit dreifach Fang-EP. Ihr seht auch hier eure Freunde, wie viel die benutzt haben schon. Wir ziehen jetzt erstmal los. Wir gucken mal, was wir so als erstes vor die Flinte bekommen. So, hier sitzt auch schon das erste Incognito aus dem Rauch. Und auch Incognito kann natürlich shiny sein. Es gibt die Buchstaben G und O, so wie ich das verstanden habe. Das brauchen wir eigentlich nicht. Wir lassen das mal fix sitzen, drücken schnell das Bisasam an, denn wir haben nur eine Stunde Zeit im Pflanzenhabitat. Dann wechselt das auch wieder durch. Natürlich Bisasam als Shiny, Tangela als Shiny, müsst ihr alles mitnehmen. Und dafür, dass wir einen Rauch gezündet haben, ist auch schon die erste Aufgabe vorbei. Die wollen wir auch direkt gleich einlösen. So, Bisasam mitgenommen. Ihr könnt öfters mal in die Nearby-Liste gucken. Ich würde vorschlagen, ihr jagt auf jeden Fall Tangela. Wie ihr seht, ist kein Tangela da. Jagt auf jeden Fall Tangela. Der Rest ist uninteressant. Jetzt müssen wir wieder hier rüber, gehen hier hin, holen uns die erste Belohnung ab. 200 Superbälle. Schnappschuss können wir auch noch machen, machen wir dann aber später. Hier haben wir jetzt ein, was ist das? Mirapla. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es noch irgendwie ein Raid mit einzubauen. So, hier haben wir einen Tangela gefunden, das klickt man auch mal an. Ich muss auch schauen, dass ich die Freundschaftsaufstiege mitnehme. Eben saß da auch noch ein Bisaflor, ein wildes. Das haben wir jetzt irgendwie verpasst. Wahrscheinlich können wir nochmal zurücklaufen, vielleicht taucht das da auch nochmal auf. Vielleicht finden wir das Bisaflor nochmal. Laufen also zurück, nehmen so lange dann was anderes hier mit.
müssen noch einen Schnappschuss machen. Hier können wir auch noch Geschenke abholen. Verschickt Geschenke, aber erst wenn die Aufgabe dran ist. Hier noch ein Owei, dann noch ein Inkognito. Drücken wir auch mal an. Ist leider kein Shiny. Jetzt können wir es aber mal fangen, wenn es eh gerade hier vor der Flinte sitzt. Dauert auch wieder 2 Jahre, bis der hässliche Ball wiederkommt. Das Bisa-Floor sitzt auch noch da. Das tippt man auch mal an. Guckt euch das an, ein wildes Bisa-Floor. Wenn ihr das fangt mit gelber Beere, habt ihr auch gleich 20 Bonbons dafür. Das nehmen wir mal mit. Wir probieren es mal in Ruhe, aber machen wir in der Überblendung. Da das erste Shiny und das ist richtig genial. Ein Tangela. Guck. Das zweite Tangela, was wir angedrückt haben, das ist wichtig, ihr sollt ja eh mit Bären fangen, deswegen nehmen wir gleich mal eine goldene Beere, versuchen das mitzunehmen, das seht ihr den Kreis gar nicht, weil der genauso grün ist wie das Tangela selber. Und was ist, freu dich doch, wir spielen doch zusammen. Spielt am besten nie mit anderen, die gucken euch dann immer böse an, wenn ihr irgendwas bekommt. Wir können es auch mal fix bewerten. Ist auch Pflanzen-Pokémon, Pupsi hat auch eben ein Folipurba aus dem Rauch bekommen. Das auf jeden Fall. Was ist das denn? Sticker, Gratis-Sticker, die fliegen hier durch die Gegend. Da sitzt noch ein Kastatur, da sitzt noch ein Kastatur. Nehmen wir auf jeden Fall alles mit. Vielleicht kriegen wir auch ein Folipurba aus dem Rauch oder einfach so. Das wäre auf jeden Fall auch richtig genial. Gab es noch nie wild, meiner Meinung nach. Und das nächste Bisa-Floor, wir drücken das auch mal an. Diesmal stellen wir uns aber hier irgendwo hin an die Ecke, versuchen das mal zu fangen mit. Jetzt habe ich auch noch eine goldene Beere. Egal, wir nehmen einfach eine goldene Beere dafür. Ich habe eben alle meine Bälle weggeschmissen, alle roten und alle blauen, damit ich, wenn ich irgendwo drauf gehe, direkt mit den gelben werfen kann. Und gut, so wird das natürlich nichts. Ein Tangela sitzt auch noch vor uns. Wie gesagt, ich bin heute auf Tangela-Jagd. Wir nehmen mal hier so eine silberne, da habe ich auch noch über 100 Stück, dass die Fangchance erhöht ist und gleichzeitig wir auch die doppelten Bonbons bekommen. 1, 2, 3, perfekt. Das heißt, wir ziehen weiter und haben eben noch so eine Familie gesehen, die haben wahrscheinlich auch gezockt. Jetzt müsste auch gleich das Tangela aufkreuzen. Da noch ein Bisasam, was kein Shiny ist. Also laufen wir wieder weiter. In der Zwischenzeit gucken wir mal kurz nach dem Zwischenstand. 4,5 Millionen Beeren von 6,4 und es ist gerade mal 10.19 Uhr, also nach 19 Minuten schon über die Hälfte geschafft und Pupsi sagt, das schaffen wir nicht. Aber egal, das Gute ist, wenn es geschafft ist, erscheint überall Lametta auf eurem Bildschirm und fliegt da rum, also nicht Lametta, sondern Konfetti, was auch richtig lustig aussieht einfach nur. Das Lustige ist, der Rap 14, vorhin hatten wir es noch über Raps, die wir mitgenommen haben zum Strich als Essen. Der Rap 14 hat mich gerade eingeladen zu einem Kyoko-Raid. Und eigentlich wollte ich hier vielleicht dann vor Ort fix einen machen zwischendurch, je nachdem wie gut die Shiny-Suche verläuft. Ein Tangela, sehr schön. Wir machen aber fix, bevor ich es auch vergesse, hier die Fotobomb, denn da soll es ja angeblich Rotom geben. Wir schauen also mal hier, machen den. Haben schon gesehen, dass da ein Rotom draufgehüpft ist, also Pupsi, vergesst die Fotobombs nicht. Dann gönn dir eine neue Waschmaschine. Wir tippen aber ganz kurz das Inkognito an. Nicht, dass das ausgerechnet das Shiny ist. Ist es natürlich nicht. Wir nehmen das Rotom noch mit als Waschmaschine, als fliegende Waschmaschine. Ich weiß nicht, kann man das entwickeln? Wahrscheinlich nicht, oder? Also braucht man ja eigentlich keine gelbe Beere, nimmt man lieber eine goldene. Jetzt kann ich den Schnellfangtrick wieder nicht machen, weil ich nur eine Hand habe. Ich bin unfähig und da saß noch ein Tangela aus dem Rauch, da saß ein anderes Tangela jetzt. Neuer Pokédex-Eintrag, es geht wirklich drunter und drüber, keine Ahnung. Das ist, jetzt hat es die Lücke gefüllt, richtig genial. Können wir nur power-upen, das andere Tangela ist weg. Hier ist noch ein Inkognito, das müsste das G sein. Hier noch ein Tangela. Man tippt natürlich auf das Mirabla. Jetzt muss ich auch gleich die restlichen Levelaufstiege noch machen. Nochmal das Tangela antippen, weil ein Shiny Tangela brauche ich auf jeden Fall noch. So, und ihr wisst, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Hier ist nämlich auch ein Folipurba einfach wild gespawnt, wild aufgetaucht. Das nehmen wir jetzt auch mal mit. Wir treffen wieder Weltmeister. Und die erste Challenge ist gemeistert. Ihr habt also ab jetzt dreifache
EP fürs Fangen. Und ihr seht dann auch, ab jetzt fliegt hier die ganze Zeit dieses Konfetti durch die Gegend. Seht ihr das, wie das ausschaut? Jetzt sind wir noch aufgestiegen mit Royal Cryptox zu Superfreunden. Adriano 100.000 kommt hier noch dazu. Wir haben hier Lil Pizza mit 100.000. Wir haben Pubble mit 100.000. Da hinten ist ein Groudon Raid. Sokos Rache ist auch dabei. Weberse mit 100.000. Herausforderung abgeschlossen, bonusaktiv und der wird euch hier oben angezeigt. Da steht nämlich 32 Minuten EP-Bonus, 3 Minuten Glücksei, 1 Stunde 37 Grad Rauch. Hier noch ein Tangela. Ich weiß nicht, wie wir es jetzt machen. Da vorne ist ja ein Growdown, aber da müsste ich erst wieder fragen, ob jemand Zeit hat, einladen oder einfach so durchziehen. Ist alles etwas chaotisch. Die Zeit rennt ja auch weg. Wir brauchen ja immer noch Bisasam. Wir gehen raus an Poke Felix. Ich habe eben nämlich überlegt, da war ein Groudon Raid, dann wollte ich den posten, dann habe ich den in die Raid-Gruppe reingepostet. Aber in der Raid-Gruppe herrscht so ein Chaos, weil alle permanent querbeet durcheinander irgendwelche Sachen posten. Und da habe ich gedacht, ach komm, scheiß drauf, lass das, mach die Raids einfach später. Dann habe ich gesehen, der Poke Felix hat mich eingeladen zu einem Kyoko Raid. Und richtig genial, ich trete einfach ein und sehe, es sind schon 17 Leute drin. Jetzt machen wir hier fix das Kyoke. Man soll sowieso zwei Raids machen und mein Ziel war es eh, einen Groudon Raid mit einzubringen und einen Kyoke Raid. Dadurch, dass die Lobbyzeit schon fast um war, wie so viele Leute sind, ist das auch jetzt schnell down und man verliert nicht so viel Zeit. Mit dem Groudon werde ich aber dann sicher nicht mehr im Pflanzenhabitat kämpfen, denn ich brauche immer noch Bisasam und ein zweites Tangela. Und Pupsi braucht auch noch ganz viel Liebe. Und deswegen ist das down. Wir gucken fix, ob es ein Shiny ist. Dann versuchen wir das zu fangen. Nehmen wir das mit. Einen Ball kann man ja draufzimmern oder so. Dann ziehen wir weiter. Irgendwann essen wir noch einen Rap. Beim Rap 14, der vorhin eingeladen hat, weiß ich nicht, was komisch. Da standen 5 Leute, dann bin ich rein. Dann waren es plötzlich 4, dann sind wieder Leute raus. Also haben wir es dann sein gelassen. Beziehungsweise bin ich wieder raus. Mir war das zu unsicher. Ich wusste nicht, ob die jetzt machen oder nicht machen. Zack, so muss das aussehen. Einfach fabelhaft. Was ist das? Das hatte ich schon. Shiny Bisasam. Oh, jetzt, wenn ich sage, sie hat noch nichts, das fruchtet ja jetzt gar nicht mehr. Jetzt ist das Kyokra auch noch drin, ich habe es gar nicht gesehen. Wir bewerten das auch noch mal kurz, aber wir wissen, 23, 51 ist, glaube ich, das 100er. Aber trotzdem danke. Hier sitzen sogar noch 2 Tangela. Einfach nur fix antippen, bevor die auch wieder despawnen. Da ist noch ein Tangela. Florian Mann hat mich eingeladen zu einem Groudon Raid. Das wäre jetzt auch richtig genial. Du geiles Luder hat eingeladen zu einem Raid, aber ich muss jetzt erstmal hier weitermachen. Ich blick gar nicht mehr durch und vor allem muss ich immer zu die roten Bälle wegschmeißen und die blauen, dass ich auch ja mal den anderen fangen kann. So, dann habe ich noch eine lustige Idee. Ihr müsst ja auch eine neue Freundschaft schließen und das Gute ist, ich habe ja hier noch 83 offene Anfragen. Wir nehmen einfach den ersten, der da oben steht, One Combat One, nehmen den an, haben die Aufgabe erfüllt und leider Gottes, es tut mir leid, One Combat One, aber ich muss dich direkt wieder löschen. Das ist so ehrenlos schon wieder, weil ich brauche ja den Platz oben, dass ich Anfragen bekommen kann. Ist nicht böse gemeint, wenn du das siehst, schick einfach nochmal. Ich muss die Liste irgendwann abarbeiten, es ist einfach zu viel, aber die Aufgabe ist erledigt. Ich hätte auch einen bestehenden löschen können und hinzufügen. Das wäre vielleicht nicht so dreist, aber Herr Ramses, ne? Gut, Pupsi macht gerade Pause und trinkt einen Schluck Cola. Währenddessen habe ich das zweite Shiny Tangela bekommen. Das ist richtig genial, das nehmen wir jetzt mal mit. Dann können wir auch gleich noch die Aufgabe lösen mit dem Buddy. Das war ja, glaube ich, mach einen Schnappschuss von deinem Buddy oder so. Den nehmen wir mit, den hauen wir hier drauf. Euch stellen wir mal kurz auf den Mülleimer, bis wir das noch fertig machen. Pupsi steht schon mal auf und wandert im Bild rum. Hallo Pupsi, ich sehe dich. Hallo. Hey, nicht so extrem. So, was haben wir hier noch? Nix. Noch ein Inkognito. Könnte shiny sein, ist es jetzt nicht. Ich muss mir die Aufgabe noch mal angucken. Es ist wirklich ultra Stress gefühlt. Mach einen Schnappschuss von deinem Kumpel. Genau, das heißt, ich muss auf den schäbigen Kumpel, muss einen Schnappschuss von ihm machen, wo das wieder nicht so funktioniert. Ich hasse das. Ich habe keine Ahnung. Jetzt muss ich wieder in die Option, muss den AR-Modus ausstellen.
muss wieder auf den Kumpel und das geht die ganze Zeit so. Jetzt auf Spielen, jetzt Schnappschuss machen auf der Mülltonne. Das sieht gut aus. Hier noch Geschenk annehmen aus Versehen. Ne? Himbeeren. Zack. Schnappschuss. Mach einen Schnappschuss, auch fertig. Wir ziehen weiter, melden uns, denn da oben müsste noch ein Tangela sitzen. Und guckt euch das an, das sieht doch richtig gut aus. Kleingeist lädt ein zu einem Groudon, geiles Luder lädt ein zu einem Kyogre, Bodenflitzer lädt ein zu einem Kyogre. Ich will aber nur noch einen Groudon jetzt machen und ich stehe jetzt eigentlich auch nur hier, weil Pupsi macht gerade hier den Clickraid. Die hat nämlich gesagt, sie braucht keinen Fünfer, sie macht einfach einen kleinen. Und die Zeit wollen wir nutzen, mal kurz die Belohnungen abzuholen, die wir jetzt schon fertig haben. Hier oben also noch 10-mal Rauch. Das ist genial, den brauche ich dann nämlich für morgen. Feuer-Pokémon, Wasser-Pokémon kommt dann alles noch. Zweiter Raid kommt dann auch noch. Aber was versteckt sich hier drin? Ein Bisaflor, wovon wir ja jetzt schon 2000 Stück gefangen haben. Bräuchte man also nicht unbedingt, aber weil es aus der Quest ist, hat es ja vielleicht gute IV. Vielleicht hat es ja sogar Flora-Statue, wer weiß. Ist sogar im ersten Ball drin, trotz gelber Beere. Müssen wir mal auf die Attacken achten. Und Matschbombe. Das wäre natürlich noch lustiger gewesen. Hat 15 Angriff sogar, ist eine gute Sache. Hier sitzt sonst nichts Krasses, das heißt, wir holen die andere Belohnung noch schnell ab. Hier unten die. Da bin ich auch gespannt, das Relaxo. Ein dickes, fettes Relaxo. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Mit einfach fabelhaft, komm. Und natürlich drüber geworfen. Wie weit bist du? Fängst du? Kein Shiny? Kein Shiny. Als zweites müssen wir dir einen Praktiball-Grade suchen. Oder ein Kaumalat. Lieber Kaumalat, glaube ich. Wir bewerten auch mal das Relaxo. Das sieht schlechter aus als das andere. Und wir haben immer noch nichts Brauchbares. Es sind auch nur noch 5 Minuten. Wir brauchen noch einen hier Bisasam. Sitzt am Rathaus. Wo denn? Jetzt habe ich es natürlich verpasst. Jetzt ist es genau um 11. Das heißt, die Habitate wechseln. Jetzt müsste das Kampfhabitat kommen. Und ich wollte euch eigentlich die Statistiken zeigen. Denn ich hatte 11 Bären gefüttert. Das ist wirklich gar nichts. Und ich bin der Nils. War der Beste mit ca. 80 Bären. Ich habe zum Schluss nicht nochmal geguckt, aber der war auf jeden Fall auf Platz 1 mit 80 Bären ungefähr. Jetzt geht es um Raids. Insgesamt 560.000 Raids muss man schaffen in einer Stunde. Dann gibt es 3-mal Raid, Sternenstaub und Raid EP. Also haltet euch ran. Ich muss jetzt eh noch einen Raid machen. Ich warte noch drauf, dass jemand für einen Groudon einlädt. Hier, der Halbi Georg hat schon einen. Der ist krass. Das ist genial. Super Sani steht sogar hier als zweites in meiner Liste. Aber die braucht ja auch noch einen Einer-Raid. Den nehmen wir mit und ihr seht, was sitzt bei Kampf? Dratini! Zack! Und hier gibt es das neue Shiny als Vermicula, also diese komische Metallameise. Die müsst ihr jetzt jagen. So, wie man unschwer erkennen kann, haben wir uns kurz gesetzt. Upsi, geht's nämlich nicht so gut, deswegen habe ich gesagt, komm, wir setzen uns jetzt hier hin. Hier sind Module, Rauch ist an. Ich habe hier diese 4 Module mal gezündet außenrum und da erscheint natürlich auch immer zu Macholo, also wenn ihr noch kein gutes Macholo habt, gönnt euch Bonbons, haut da drauf. Ich warte aber trotzdem auf die Ameise und die Ameise ist irgendwie ultra selten, auch wenn aus den Modulen immer zu was kommt. Die Ameise, die, weiß ich nicht. Pupsi hat schon 2 aus dem Rauch gehabt. Ich habe eine vorhin kurz gesehen. Aber mit was lockt man Ameisen an? Genau, mit Essen. Denn wenn es das sieht, Sweet Chili, dann kommen die Ameisen bestimmt. Deswegen hauen wir jetzt erstmal rein, machen ein kurzes Päuschen nach einer Stunde, chillen hier, bis es Pupsi besser geht, bis ich gegessen habe. Und dann gucken wir mal. Ich warte immer noch drauf, dass ich eingeladen werde zum nächsten Raid. Eben hatte der Florian-Mann wieder Kyogre geschickt, aber ich brauche Groudon. Bitte Groudon einladen. Sieht zwar jetzt keiner, aber trotzdem. So, und es hat natürlich geklappt. Gerade frisch mit Essen fertig, Müll weggebracht und schon ist die nächste Ameise da. Aber 1826 klingt ganz vernünftig. Die sind aber so selten, wenn ich gucke. Du läufst durch die Stadt und alle 2 Sekunden kommt ein Tangela bei Pflanze. Aber bei Kampf kommt gefühlt alle 10 Minuten ein Vermicula. Ich hoffe, das hat so eine heftige Shiny-Rate, dass das dritte auch ein Shiny ist und das war's. Zum Glück könnt ihr das nicht entwickeln.
Wir fangen es aber jetzt, damit es aufhört, hier rumzunerven und dann sehen wir mal weiter. Habt ihr auch einen Vermicula Shiny gefangen? Schreibt es mal in die Kommentare. Also ich nicht. Und das nächste Shiny ist da. Im Kampf habe ich ja diesmal ein Shiny Macholo. Nehmen wir natürlich mit, der grüne Hulk. Ihr wisst Bescheid. Pupsi habe ich schon wieder verloren. Eben war sie schon fertig, jetzt ist sie wieder weg. So ist das immer. Einmal nicht hingeguckt. Aber das Macholo ist auf jeden Fall da. Und wir suchen immer noch Vermicula in Shiny. Sonst gibt es da ja nichts Neues. Das ist ja das Gute. Wir brauchen nur Vermicula. Der Rest alles egal. Aber die Ameise ist einfach mal... Digga, Kaumalat. Noch ein Shiny hinterher. Nein, das nehmen wir jetzt auch mit. Ist kein Shiny, aber trotzdem... Es sind ja keine Kampf-Pokémon, es sind ja Pokémon, die für Raids wichtig sind oder für PvP, für die Go Battle League. Deswegen ist da auch Wablu so oft drin, weil Altaria auch gut für die Superliga ist. Und das nächste Shiny im Kampf-Habitat, ne? Ein Mediti. Brauche ich nicht. Aber nehmen wir mal mit, ist nämlich rot statt blau und Pupsi hat auch eben ein Vipidis gefangen. Ich habe daneben so ein Dratini gehabt und habe gesagt, hui, ich habe auch ein Vipidis. Guck's, auch so ein Wurm. Aber mir ist aufgefallen, die Vermicula, die bisher gespawnt sind, sind alle wirklich nur aus dem Rauch gekommen. Ich habe noch kein wildes so gesehen, sondern nur ein angerauchtes. Zufall. Geht wieder heim, setzt euch aufs Sofa und raucht, bis die Schwarte kracht. Dann habt ihr auf jeden Fall mehr Erfolg damit. Tangela war das anders. Die saßen auch mal so, ne? Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. So, wir haben uns noch mal kurz gesetzt, kurz eine Pause gemacht und Grüße gehen raus an Frau Deluxe. Dankeschön, dass sie mich für einen Groudon eingeladen hat. Wie gesagt, ich wollte einen Kyogre und einen Groudon heute machen. Das Kyogre gab es vorhin. Durch Frau Deluxe ist jetzt auch endlich das Groudon da. Jetzt bin ich fertig, habe 2 Raids gemacht für die Aufgabe. Den Rest werde ich trotzdem mit Shiny-Suche verbringen. 8 Leute sind wir jetzt und es hat natürlich nur Kyogre ausgewählt. Das finde ich sowieso mies. Als Groudon zuerst kam und ihr musstet das besiegen und ihr hattet keine Kyogre und dann kam plötzlich Kyogre und ihr musstet das besiegen und dann habt ihr Groudon genommen mit Solarstrahl, obwohl Kyogre gegen Groudon ja trotzdem sehr effektiv ist und jetzt, wenn Groudon nochmal da ist und ihr habt schon eine Kyogre-Armee, könnt ihr natürlich damit einfach draufheizen. Das ist auf jeden Fall sehr genial. Aber es kann natürlich jetzt auch als Raid-Boss Solarstrahl haben und eure Kyogre-Armee umnieten. Und dann sind es noch 20 Minuten. Ich glaube, die Raid-Challenge ist gerade auch fertig geworden. Und falls euch das mal auffällt, es ist immer von dem jeweiligen Habitat, was gerade ist, fliegt dieses Konfetti rum. Deswegen ist dieses Kampf-Konfetti rumgeflogen. Und sobald die Challenge fertig ist, wechselt das zu diesem Sieges-Konfetti. Das sind also 2 verschiedene. Es fliegt aber permanent was im Bild rum. Erst sind das so Raid-Symbole, die da rumfliegen und alles. Und jetzt müsst ihr das wechseln auf dieses Siegeskonfetti. So könnt ihr immer sehen, wenn ihr was geschafft habt. Und jetzt müsste es auch 3-fach Raid-EP geben und 3-fach Staub aus dem Raid. Ob ich da nochmal ein Glücksei anmache, ich weiß es nicht, eigentlich nicht. Das sind dann statt 10.000, 30.000, das lohnt sich jetzt nicht wirklich. Ansonsten haben wir noch 20 Minuten Zeit für Vermicula. Müssen da noch eins suchen. Können dann die Belohnungen noch auslöden. Und ich mache mir Sorgen um die Kamera, weil der Akku immer zugleich leer ist. Die ist schon so alt und der Akku ist so alt, das hält alles einfach nichts mehr. Ich hoffe, meine 6 Viecher sind nicht gleich tot, sonst habe ich nämlich ein Problem. Ich gehört, wenn alle 6 sterben und ihr kommt zurück in die Lobby, habt ihr Probleme und könnt nicht weiter mitmachen, wenn ihr über ein Fanraid drin wart. Also haltet euch ran, Jungs, dass das Tangolos nicht umfällt, da ist es tot. Und bei mir ist alles tot und jetzt alle Pokémon wurden besiegt. Ich bin mal gespannt, was passiert. Denn es wirft mich zurück. Ich gehe noch mal drauf. Es steht ja immer noch hier. Und es wird mir angezeigt, du hast gewonnen, obwohl ich rausgeflogen bin und nichts mehr mitgemacht habe am Schluss. 11 Bälle habe ich, kein Shiny. 23, 51. Das werden wir jetzt mal fangen und melden uns gleich zurück. Ist das ein 100er? Ich glaube, ich drehe durch. Wir werden das mal fangen und... Nee, wir fangen das jetzt live. Wenn es ein 100er ist, müssen wir das live fangen. Wir stellen also unseren Kreis ein. Wir warten, bis es angreift. Da greift es an. Jetzt müssen wir nur noch treffen. Jetzt haben wir natürlich daneben geworfen, weil ich schon seit 100 Jahren keins mehr gefangen habe. Da, bitteschön. Soll ich oder
Nee. Jetzt habe ich ausgerechnet nur 11 Bälle. Groudon, was machst du, Bruder? So, großartig. Müsste reichen, aber wir müssen auf... Es ist drin. Jetzt lasst mich nicht irren, aber ich glaube, das ist ein 100er, oder? Prozent Groudon. Richtig genial, das kann man sogar direkt power-uppen. Vielen Dank an Frau Deluxe, das ist heftig, das ist genial. Ich hatte bisher noch kein 100% Groudon, ich hatte nur 100% Kyogre, jetzt ein 100% Groudon. Also Frau Deluxe, danke, danke, nochmals danke. Wir ziehen aber schnell weiter, ihr seht hier oben, Herausforderung abgeschlossen, Bonus ist aktiv. Wir können jetzt mal kurz hier reingucken. Ich habe einen Raid bekämpft. Bei den anderen Leuten hier, Christian FB hat 4. Fallendes Wasser 3, Dunkold auch 4. Also gibt jetzt keinen, der da 100 Stück gemacht hat. Das wäre auch zu viel. Jetzt kriegt ihr hier wieder diese komischen Sticker. Jetzt hat die Sarianea aufgemacht für Hyperfreunde. Hätte ich doch ein Glücksei rein. Wird gleich wieder gelöscht, ne? Nein, die lassen wir jetzt erstmal drin. Wir ziehen erstmal weiter, melden uns dann zurück. Wir brauchen unbedingt noch ein Vermicula. Pupsi, auf in die Schlacht! So, da die Kampfherausforderung auch fertig ist, beziehungsweise die Challenge für diese Stunde, wollen wir auch fix diese Belohnung abholen, gucken, was da drin ist. Beim letzten gab es ja ein Relaxo. Hier gibt es ein Kaumalat. Ist jetzt klein und unscheinbar, wenn man es so nimmt. Das kann ja nicht fliehen, aber wir nehmen trotzdem mal eine silberne, damit das vielleicht schneller drin bleibt. Ich habe so viele silberne. Eben habe ich auch ein wildes Kaumalat hier gehabt. Das ist aber geflohen. Ich habe da einfach einen Ball drauf und dann war es weg. Ist halt so, kann man nichts machen. Trotzdem bin ich immer noch gehypt. Frau Deluxe, 100% Groudon. Das muss ich, weiß ich nicht, beim Abschied, bei der Zusammenfassung, bei irgendwas und einfach mal maxen. Auf jeden Fall mitnehmen. Richtig fette Sache. Die 100er Sammlung wächst. Das auch bewerten. 15 Angriff. Das sieht eigentlich auch relativ gut aus. Machen wir auch mal einen Haken dran. Ne? Ein Kreuz dahinter. Ne? Kombiniert das nicht. Das ist böse. Und weiter geht's mit dem Freundschaftshabitat. Wie ihr seht, gab es eben schon Palimpalim zu fangen, was immer sehr viel Sternstaub auch gibt. Hier sitzt Chanera immer rum, was shiny sein kann. Flecknoil, was jetzt auch shiny sein kann. Das neue Shiny, was hier eingeführt wurde. Ansonsten habt ihr hier Pikachu, ihr habt da Evolis, ihr habt da andere Sachen. Was ist das? Incognito, kommt da in der Mitte raus, aber nichts. Und ihr müsst jetzt in diesem Habitat Geschenke verschicken an Freunde. Ihr seht das hier, 3,6 Millionen. 866.000 sind schon verschickt. Pupsi ist auch gerade fleißig am Schicken. Und ich habe noch 16 Minuten Akku für die Kamera. Eigentlich müssten wir uns da hinsetzen, wo mal Strom ist, dass man mal aufladen kann. Aber shiny, gut, ich bin weg. So, das zweite Mal Pause. Ihr wisst, was das heißt. Nicht nur, dass wir hier ein shiny Flecknoil drauf haben und hier ein wildes Relaxo aus dem Lokmodul, sondern es gibt auch wieder Rap Hähnchen Tex-Mex. Das lassen wir uns schmecken, aber erstmal braucht Pupsi noch was zu trinken. Dafür haben wir hier die Vita-Cola, bitteschön. So, das nächste Habitat hat begonnen. Wir sind jetzt bei Feuer angelangt und jetzt gibt es auch Furnifras als neues, nicht nur Interkontinentale, sondern auch als Shiny zu fangen. Außerdem haben wir hier Glumanda in der Nearby-Liste mit einem Pikachu-Visor, Visier, schon wieder Visor. Gönnt euch also Glumanda, gönnt euch Funifras. Wir haben eben noch geguckt bei den Challenges. Der Dulli-Squad war der Beste mit 75 gesendeten Geschenken an die Allgemeinheit. Jetzt habt ihr also 4,8 Millionen Pokémon. Müsst Feuer-Pokémon fangen und ihr bekommt dann, was, wo steht's, zweimal Fangbonbons, ist okay, hier ist noch ein Alola Knocker, nimmt man auch gerne mit, kann natürlich auch shiny sein, wie gesagt, Dulli Squad war bei mir Platz 1 in der Liste, der geschickt hat, Alola Knocker, könnt ihr shiny mitnehmen, nehmt Furnifras mit, shiny, jetzt geht's um Feuer-Pokémon und was ich richtig dope fand, bevor das mit den Geschenken war, habe ich ungefähr so 350 Sonderbonbons gehabt und jetzt habe ich 505.
505 Sonderbonbons, eben wegen diesem Bonus, dass Geschenke auch Sonderbonbons enthalten können. Und jetzt habe ich über 150 Sonderbonbons bekommen aus den Geschenken. Richtig fette Sache, genauso wie hier Flampion. Also ihr seht, gerade in dem Feuerhabitat sind so viele krasse, geniale Pokémon drin. Ich glaube, das ist bis jetzt mein Lieblingshabitat. Plus neues Shiny, plus coole Pokémon, plus Alola Knogger, plus Glumanda, also ist schon fast wie Tangela am Anfang. Das fand ich richtig gehypt. Jetzt Feuer richtig gehypt und Wasser. Ich glaube, das sind sowieso die drei coolsten. Aber Wasser fand ich am schwächsten von denen, die spawnen. Und eben das war okay, Kampf war okay. Irgendwie hat alles seine Vor- und Nachteile, oder? Wie zuvor schon, als auch das Fulipurpa gespawnt ist, gibt es hier jetzt auch das Flamara. Finde ich auch einfach sehr genial. Habt ihr schon mal ein wildes Flamara gefangen außerhalb von einem Event? Ich habe das damals gehabt in Jena. Da gab es mal einen Blitzer. Wir haben uns übelst gefreut, auch dass eben bei dem Freundschaftsdings die ganzen Relaxe rumsaßen. Das war richtig heftig. Also hier wird euch ordentlich was geboten. So, neben dem Flamara, was eben im Feuerhabitat war, gibt es natürlich auch Glurak. Und da der Bonus jetzt schon aktiv ist, gibt es doppelte Bonbons fürs Fangen der Pokémon. Sprich, ihr würdet nicht 20 Bonbons kriegen, sondern sogar 40. Das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Deswegen nehmen wir extra eine silberne Sananabeere. Versuchen hier auf einfach, einfach daneben zu gehen. Auf einfach fabelhaft. Bis der drin bleibt. Der ist natürlich etwas aggro, wie man sieht, aber warum nicht? Glurak war in den Animes ja schon immer schlecht gelaunt und richtig gut drauf, in Anführungszeichen. Jetzt habe ich im Prinzip beide dasselbe gesagt. Aber ich bin ja auch fertig mit der Welt und schwitz. Und dabei sind wir gerade mal jetzt 3 Stunden unterwegs. Es ist aber einfach saumäßig warm schon wieder. Da ist es drin. Und wir haben vielleicht vor dann die Pflanzenstunde. Hier 40 Bonbons, guck dir das an. 40 Glurak Bonbons und dann auch noch Angriff 15. Das ist auf jeden Fall fett. Das nehmen wir auf jeden Fall. Nein, das müssen wir ein anderes Mal machen. So, und was wir ganz vergessen haben, es gibt natürlich auch Lichtel. Da könnt ihr auch ordentlich Bonbons farmen oder welche mitnehmen zum Traden für den Lucky Trade. Ihr könnt schon mal für die Starter was mitnehmen, mit Floing und so weiter. Ihr habt hier Glumanda, das wollen wir natürlich auch mitnehmen. Leider noch kein Shiny. Aber wir haben ja in jedem Habitat, wie gesagt, zweimal die Möglichkeit, eine Stunde zu spielen. Und wenn wir das haben, müsste die Aufgabe auch fertig sein mit den 20 Feuer-Pokémon. Da wollen wir da die Belohnung auch noch abholen. Wie ich gerade hier hänge, zum Glück sieht das keiner. So, da werden wir nämlich noch die Belohnung abholen. Haben da angeblich ein Glurak drin, habe ich gehört. Nehmen wir das noch mit. Und dann fehlt nur noch Typ Wasser am Ende. Hier ist auch das Glurak. Das machen wir wie eben. Wir nehmen wieder die silberne Beere, nehmen einen Hyperball und versuchen das wieder mit 40 Bonbons zu catchen. Einfach fabelhaft draufgeschmissen. Vielleicht ist das sogar noch besser als das eben. Kommt ja aus der Aufgabe, obwohl das eben auch schon 15 Angriff hatte, was relativ gut ist, sage ich mal. Wir sind übrigens hier am Pissedino. Den kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Und es hat... Mann, ist das schlecht. Da ist ja das Wilde sogar noch besser. Und vor allem fangt weiterhin hier die ganzen Alola-Knocker, die da rumsitzen. Gönnt euch da einen Shiny, wenn ihr noch keins habt. Habt ihr schon Alola-Knocker als Shiny, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten ist die Aufgabe ja auch schon erledigt hier. Ihr seht das. Zweimal Fangbonus, wie gesagt. Und wir brauchen nur noch Typ Wasser. Aber dazu brauchen wir das letzte Habitat. Und wenn jetzt kein Shiny weiterkommt, da ist noch ein Furnifraß. Kein Shiny, melden wir uns aber zurück dann im Wasserhabitat, denn ich muss jetzt wirklich Akku sparen. So, das Wasserhabitat hat begonnen. Hier seht ihr schon einen Baldorfisch, der Shiny sein kann. Das ist auf jeden Fall neu und das Gute ist, der ist nicht aus dem Rauch gespawnt. Das ist also so wie Tangela. Den kriegt ihr also auch ohne Rauch. Hier ein Schicki mit Visier, was ich natürlich auch als Shiny mitnehmen kann. Ich habe eben noch ein paar Rotom-Fotobombs gemacht. 4 Stück habe ich jetzt. Ich dachte, mindestens 5 Stück kann man wenigstens bekommen. Bei 4 Stück war, glaube ich, jetzt Schluss. Vielleicht geht es später nochmal, ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach nochmal. Wenn ihr mehr als 4 Rotom bekommen habt, schreibt es mal in die Kommentare. Wir werden jetzt hier noch ein paar Viecher fangen. Da sind auch schon wieder Gratis-Sticker reingekommen. Das nehme ich jetzt auch noch mit. Und dann melden wir uns zurück, wenn wir die 20 Wasser-Pokémon gefangen haben. Wasser-Pokémon, wie die Stimme gleich wieder weggeht. So, hier haben wir jetzt noch ein Carbador. Ihr wisst, Carbador Z-Day incoming.
wenn man dem Glauben schenkt, was rumgeht. Hier noch ein Schicki, das werden wir jetzt noch fangen. Dann werden wir fix die Belohnung abholen für das 20 Wasser-Pokémon-Gedöns. Dann würde ich sagen, sind wir ja mit der Spezialquest eh durch. Dann werde ich auch aufhören zu filmen. Den Rest, es ist ja jetzt die letzte Stunde angefangen von der ersten Hälfte. Die restlichen 5 Stunden muss ich mich dann wirklich ranhalten. Mir fehlt noch einiges. Ich will unbedingt noch was bekommen. Die Spezialquests sind fertig, die Belohnungen sind fertig. Das Schicki macht mich auch fertig, das hüpft immer zu raus. Wenn es jetzt nicht drin bleibt, fliehe ich eh. Und was kann anderes drin sein, außer ein Tour-Talk? Nämlich nichts. Deswegen nehmen wir jetzt noch das. Alter, wir nehmen jetzt noch da ein Baldurfisch. Aber natürlich kein Shiny. Wir tippen das mal hier noch an. Ist auch kein Shiny, deswegen lassen wir das jetzt auch sitzen. Wir werden, glaube ich, jetzt nur noch rumlaufen und einfach nur noch Shiny-Checks machen. Wie gesagt, 1,1 großartige Würfe von 3,2 Millionen sind schon fertig und dann gibt es dreifach Fang Sternenstaub. Macht dann einfach was an, haut einfach drauf, nehmt ein Glücksei. Wir werden jetzt noch die Belohnung hier abholen. Das ist hier die letzte. Mit einem Turtok drin, glaube ich. Ich hoffe, die Kamera hält so lange nach außen. Das ist ultra chaotisch. Am liebsten würde ich auch einfach mit dem Handy draußen rumrennen, würde einen Livestream so vom Handy aus machen. Ich würde nochmal spielen, die Leute sehen das, eine Stunde so übertragen, fertig. Aber dieses Rumrennen mit der Kamera immer zu und alles filmen und wieder auspacken, wieder beenden und wieder neu und wieder hier und wieder da und dann Akku da und so und sonst was. Also das ist so aufwendig im Endeffekt und lohnt sich gar nicht. Ihr habt das anders, einfach viel besser, wenn ihr das so seht. Jetzt haben wir das ja auch mitgenommen mit 20 Bonbons. Wir bewerten das noch kurz. Wir haben auch 15 Angriff. Ich glaube, alles, was wir heute mitgenommen haben, hatte 15 Angriff. Da werde ich auch wieder zu einem Raid eingeladen. Wir müssen jetzt hier... Genau, wir müssen das noch abholen. Hier seht ihr das nochmal. Wieso hat sich das denn jetzt mitten reingeschoben? Was ist das denn? 10.000 Erfahrungspunkte, 10.000 Sternenstaub und 2 Glückseier. Nehmen wir das, Spezialforschung, abgeschlossen, wunderbar. Das war's von heute, das war's von Samstag. Morgen geht's weiter, Sonntag mit der nächsten Spezialforschung. Und ich hoffe, da sind auch nochmal die Habitate alle da, jeweils 2 Stunden. Man hat nochmal die Chance, weil ihr müsst doch nicht alles am ersten Tag kriegen. Ihr habt doch noch einen Tag Zeit. Oh, ich habe immer noch 2 Raps übrig. Jetzt holen wir uns aber, glaube ich, erstmal Pizza zur Halbzeit. Und werden dann was essen und den Rest vielleicht trotzdem vom Sofa aus oder laufen oder irgendwas oder keine Ahnung. Mal gucken, auf jeden Fall nicht mehr mit Kamera, nicht mehr so hektisch. Zeit nehmen und, was ist das denn? Ein Fleckmon oder wie ich so immer sage, das Ständermon. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Schreibt mal rein, wie es bei euch aussah in den ersten 5 Stunden. Habt ihr ein Shiny bekommen? Welches Shiny habt ihr bekommen? Welches wollt ihr unbedingt haben? Welches fehlt euch noch? Und welches Habitat fandet ihr am besten? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.